Willkommen zurück bei Tomb Raider, liebe Freunde, wo wir tatsächlich da hinten, ja, zu dieser großen Mauer und dem Loch darin müssen. Irgendwie da hinten wollen wir uns mit Ross treffen. Ja, wir haben letzte Folge hier ein Massaker veranstaltet mit Brandpfeilen. Wir haben jetzt hier einen Zippo gefunden, können unsere Pfeile damit immer schön anstecken, ja, und damit tatsächlich explosive Fässer in die Luft sprengen, Gegner abfackeln, also schöne Dinge. Das können wir jetzt. Ja, wir haben die Waffen ein bisschen verbessert, uns noch ein Perk geholt, wo wir jetzt nicht nur Ausweichkontern, sondern Ausweichkillen können. Das müssen wir auch mal irgendwann testen und üben, wahrscheinlich gegen diese Panzer-Moped-Plattenmänner. Schauen wir einfach mal. Ja, wie gesagt, Überlebensinstinkt sagt, wir müssen genau da unten hin. Testen wir doch mal, ob jetzt da unten die Hölle gefriert, wenn wir da hingehen. So, springen wir dazu mal hier runter. Ja, spring doch mal, Lara. Oh. Ja, ich hab's ja geahnt. Ach du Scheiße. Da kommen ja zig Moped-Männer. Ach Gott, oh Gott. Das gefällt mir aber jetzt gerade gar nicht. Geh mal bitte sterben. So. Das hat ja schon mal gut geklappt. Einfach mal ausweichen. Moment, mach mal. Weich mal aus. Jetzt muss ich mal gucken. Funktioniert aber auch nicht immer anscheinend. Weiß nicht, wovon das genau abhängig ist. Ach komm, den schmeiß ich mal in die Luft. Da mache ich mal wieder so ein Aus. Achso, das hat. Achso, da ist doch so ein Ticket-Moped-Ding. Das habe ich ja gar nicht gesehen. So, den muss ich mal ganz fix hier aber mal wegmachen. Jetzt möchte ich bitte nicht sterben. Und batsch! Ist der auch weg? Ja, das klappt ja super mit dem Perk. Ziemlich mächtig, das Ding. Finde ich gut, dass ich den genommen habe. Und hier kommen immer mehr. Sprengen wir da hinten einfach mal alles. Oh, das war aber echt getroffen. Bitte, Freunde. Ich sag's euch. So, den mach ich mal weg. Der schießt wieder auf mich. So, ich. Warum der Körper nicht jedes Mal funktioniert? Upsa. Das habe ich noch nicht gecheckt. Wie gesagt, ich muss ja immer warten, bis das Ding. Oh, da schießt er, ne? Wo schießt der denn her? Alter, ich sehe den noch nicht mal. Ach, von da. Geh weg, ey. So, war's das? Ne, da ist noch einer. Und da ist noch einer. Da sind noch mehrere. Moment, die muss ich mal ganz kurz in die Luft sprengen. Au! Ach da, scheiße, den da oben habe ich nicht gesehen. Mist! Bis dahin lief es eigentlich ganz gut. Ja, wie gesagt, ich habe noch nicht verstanden, warum der Perk nicht jedes Mal anwendbar ist, wenn ich dodge. Finde ich ein bisschen schade. So, die habe ich jetzt aber mal zack in die Luft gejagt. Beziehungsweise den dicken zumindest. Ja, da oben kommen auch noch welche. Die habe ich gerade gar nicht gesehen. Schießen wir einfach mal ins Bein. Ja, kommt. Kopfschuss, Kopfmann weg. Also, warum habe ich eigentlich jetzt keine Brandpfeile? Wäre doch mal eine schöne Sache hier. Oh, da habe ich nicht getroffen. Da habe ich aber getroffen. Ach, ich kann die nicht immer in Brand setzen. Jetzt machen wir hier fast kaputt. Dann fliegen die da hinten nämlich in die Luft. Soll mir ja recht sein. Ich möchte natürlich nicht in die Luft fliegen. Das wäre nicht so schön. Also, Captain Kopfschuss ist weg. Achso, da sind wieder zwei. Ja, geh doch mal bitte gepflegt sterben da hinten. So, machen wir dich noch platt. Und ich spring jetzt wieder, ey. Gehen wir noch nie auf Keks. Wer schießt denn da oben? Der da, eventuell. Aber der ist weg. Der kann nicht mehr schießen. Haben wir noch einen. Da hinten ist noch einer. Den habe ich doch gerade oben gesehen. Alter, jetzt explodiert es hier und verwackelt mir die Sicht. Geh doch weg, Mann. So. Was haben wir nu? Ruhe. Lara hört auf. Die Musik hört auf. Das bedeutet ja so viel, wie wir haben Ruhe. Dann können wir tatsächlich jetzt mehr alles looten, was wir hier so haben. Haben ja doch jetzt einige Pfeile durchgeblasen. Ach, die despawnen natürlich wieder hier im Sekundentakt. Da muss ich mich ja jetzt echt mal beeilen, um hier das ganze Zeug einzusammeln. Mein Gott, oh Gott, ist ja hier halber Genozid, den wir hier betrieben haben an Inselvölkern. Oh, hier, da kann ich aber nicht mehr mitnehmen. Trotzdem hätte ich es natürlich ganz gerne mitgenommen fürs Bergungsgut. Da können wir ja natürlich dann einfach weiter skillen und Perks freischalten, die ja doch ganz witzig sind irgendwie. Ja, und ich glaube, ich muss mal jetzt hier an diesem Dingsy kurbeln. Kurbeln wir doch mal dran und gucken, was passiert. Nix. Warum nicht? Habe ich das falsch gemacht? Oder ich muss noch weiter... Achso, ich...
Huch. Was? Heller Stoff kann... Was? Verbrannt werden? Ach so, ich muss da jetzt... Verstehe, ich glaube, ich muss mal erstmal ganz kurz hier das da... Drücken Sie wiederholt. Ja, ja, das habe ich schon verstanden. Ich möchte das da anzünden, aber das kann ich nicht anzünden. So, jetzt kann ich es machen. Ach, ich Depp. So. Also es zählt quasi das, was bei den Pfeilen zählt. Und nicht, was da drüber steht. Ich habe mich da jetzt ein bisschen irritieren lassen. Was hat das denn jetzt gebracht, dass ich hier... Ach so, das war einfach mit Stoff umwickelt und der Bolzen ist nicht rausgekommen irgendwie. Hä? Nö, da verstehe ich nicht. Nee, keine Ahnung, warum dieses Stoffdingsken der Tor am Hochziehen gehindert hat. Aber egal. Kriegen wir hin. Ich hoffe, das erschlägt mich nicht. Nein, tut's nicht. Gut. Infiltrieren Sie den Palast. Ja, Mensch. Machen wir doch glatt. Wobei, ich raste mal hier. Nö, kann ja nicht schaden. Ich habe ja wieder Bergungsgut. Da können wir uns ja wirklich nochmal was holen. Schauen wir uns nochmal hier die Sachen an, ob es da was Neues gibt. Anscheinend nicht. Also gucken wir mal bei der Schrotflinte, ob es da noch ein bisschen mehr Schaden gibt. Zu teuer. Taktrate zwischen den Schüssen. Rückstoßverringerung ist jetzt alles nicht so interessant. Größeres Magazin. Den Schaden haben wir. Was haben wir hier noch? Nachladetempo und Schussfrequenz. Nee, ich glaube, dann mache ich mal hier lieber Erwart bei der Shotgun. Und zwar den Rückstoß verringert. Ich glaube, das ist mir egal. Ich nehme einfach mal... Was war das denn jetzt? Reichweite ist mir auch Wumpe, oder? Ja, wobei eine größere Reichweite wäre natürlich nicht ganz falsch. Hm. Ich glaube, ich spare da mal drauf. Dann muss ich nicht immer so frontal mit der kämpfen. Das wäre vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee. Dann kann ich auch ein bisschen... Ach du Scheiße, was ist denn jetzt schon wieder los? Was ist los? Da kommen einfach schon wieder die ganzen Moped-Männer. Wo muss ich denn hin? Ach, ich muss einfach weiter geradeaus. Hier ist zu. Also muss ich erstmal schon mal wieder hier unten. Das sieht doch schon wieder sehr vertrauenserweckend aus. Nicht wirklich. Da unten hängen einfach schon wieder Leichen von den Bäumen. Ach du Scheiße. So eine Falle, ey. Freunde, ich sag's euch. Weiß ich nicht. Sieht doch aus wie eine Arena hier. Da hinten gibt's Bergungsgut. Das hole ich mir nochmal fix, bevor ich hier wahrscheinlich abkratze. Nimm mal mit. So. Da hängt schon wieder ein Hubschrauber. Alles nicht sehr vertrauenserweckend gerade. Ja, ich guck mal, ob ich hier durchkomme. Ja, hier geht doch bestimmt jetzt gleich wieder der Punk ab. Moment, ich möchte jetzt schon mal bitte Feuerpfeile auswählen, genau. Falls ich da hinten mal irgendwas sofort in die Luft sprengen muss. Ah ja, da kommen ja schon die lustigen Männer. Ach so, nee, die möchte ich aber bitte jetzt noch nicht wegmachen. Ich weiß ja gar nicht, wo die hinwollen. Komme ich hier weiter nach oben? Ah, hier bin ich im Flugzeug, da kann ich nochmal Bergungsgut mitnehmen. Ah, und ich habe noch was für die Schrotflinte gefunden. Gar keine schlechte Sache. Kriegen wir die auch noch aufgewertet irgendwann? Ich frage mich, wofür sind diese Pfeildinger da? Ach so, hier sind noch mehr Pfeile. Nicht Pfeildinger, hier diese Pfostendinger. Die da. Was kann ich da machen? Nix. Verstehe ich nicht. Hm, das verstehe ich nicht, wofür die da sein sollen. Und die Typen sind da oben jetzt, oder was? Anscheinend. Aber ich wüsste nicht, ob ich da irgendwie anders hinkomme. Aber hier wird man ja... Hier oben! Grim! Du bist entkommen! Ich kann nichts halten! Komm raus! Wir müssen die anderen holen! Ich glaube nicht, dass das ein guter Plan ist, den er da hat. Vor allem, ich kriege hier gerade massig Bogenpfeile, was darauf hindeutet, dass da hinten wirklich Bogen benötigt wird. Ja, ja, ich sehe die Leiter. Ruhe mit dir. Komm raus! Zündet sie an! Okay. Keine Chance, ihr Schwein. Ja.
Oder geht der Punk ja schon wieder ab? Ach, da oben kommen sie. Ah, jetzt stehe ich natürlich... Oh, 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 oh. Geh weg hier. Ich möchte nicht in die Luft fliegen. So, jetzt möchte ich bitte hier hin. Alter, wie viele sind das denn? Macht der nochmal hier oben Captain Granatenhaini kaputt? Captain Granatenhaini geht mir nämlich auf den Keks. So, dann kann ich hier mal den da einen Kopfschuss verpassen. Und, na scheiße, dass er wieder runterkommt. Dir einen Kopfschuss und Captain Granatenmann ist wieder da. Au, jetzt macht mich Captain Granaten. Alter, die werfen mit Mörs an. Was sind denn das für Einis? Vor allem stehen die da hinten am ADB. Ich treffe den da oben nicht. Der steht da so hinter seiner Flak. So, jetzt habe ich ihn mal getroffen. Jetzt ist hier auch mal... Ach, der wirft auch Granaten. Warum habe ich keine Granaten? Ich will auch Dynamit. Ungerecht. Ach, die leben immer noch. Alter, wie viel Leben haben die? Warum brauchst du so viel bei denen? Bin ich hier gerade. Was ist denn jetzt los? Ach Gott. Ach so, die benutzen das als Übergangspunkt. Das finde ich aber gerade nicht in Ordnung. Da muss ich ja mal direkt mal einen Angriffskonterkill hier machen. So, aber jetzt hat der Perk Cooldown oder was? Ja, anscheinend. Ich kann ihn nicht schon wieder benutzen. Schade eigentlich. Also, wie gesagt, der hat anscheinend einen Hidden Cooldown. Steht nirgendwo richtig angegeben. Aber ist halt so. Dann muss ich halt tatsächlich dazwischen immer... Alter, ist gut. Warte mal hier auf mit dem Dreck. Boah, die bombt mich ja richtig zu. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so ein endlos Respawn. Wäre ein bisschen unfair. So, dann kann ich hier den ersten wieder... Nee, Moment. Wieso geht das jetzt nicht? Ich verstehe es nicht. Also, schreibt es mal in die Kommentare, warum das gerade beim ersten Mal geht. Und jetzt wieder, aber gleich wieder nicht. Ich weiß es nicht. Komisch. Mach mal, mach nochmal. Nö, also der schlägt ja nicht weich aus. Aber jetzt geht's doch. Also man muss doch irgendwie ziemlich genau in irgendeine Richtung ausweichen. Habe ich noch nicht so ganz gecheckt. Mal gucken. Üben wir das halt mal ein bisschen. Und fackeln dabei die lustigen Leute hier ab. Oh, der steht da oben schon wieder. Captain Granatenmann. Ich hab den euch schon dreimal abgefackelt. Kommen da immer wieder neue. Anscheinend. Alter Schwede. Das ist aber nicht schön. Aua, der hat mich getroffen. Ja, den da konnte ich nicht dodgen, beziehungsweise wieder kein Perk-Frog oder was weiß ich. So, jetzt aber. Bumm. Der ist hin. Jetzt muss ich hier den hier noch machen. Den guten Afroamerikaner. Aua, der haut mich. Oder besser gesagt, der machetet mich. Finde ich nicht gut. Au. Alter, Moment mal. Jetzt geh mal bitte hier gepflegt sterben. Geht auch so. Moment, jetzt möchte ich mal bitte hier die anderen Pfeile. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Ich brauche mal ein bisschen mehr Bums. Hallo. Jetzt, wo ich die besseren Pfeile aufgepackt habe, flüchtest du oder was? Lara, du lebst noch. Gerade so. Wo sind die anderen? Immer noch eingesperrt. Aber ich weiß wo. Komm rauf, dann holen wir sie da raus. Von hier aus komme ich nicht rauf. Verdammt. Aber die haben hier eine Anlage zur Frachtbeförderung. Vielleicht kommst du ja damit über die andere Seite. Okay, schon unterwegs. Ja, ob das einer der besten Pläne ist, ich weiß es ja nicht. So, sammeln wir erstmal hier noch das ganze Zeug ein. Haben wir ja doch ein bisschen was durchgeblasen. Aber wie auf einmal, ich will andere Pfeile aus und schwupp sind die Gegner weg. Großartig. Wie gesagt, war jetzt natürlich nur Zufall, aber... Ja, war schon irgendwie lustig, muss ich ja sagen. Und die Leiter ist eigentlich auch weg. Ich habe gar nicht gesehen, wann die verschwunden ist. So, ich glaube aber, hier habe ich jetzt alles gelootet. So, das kann ich alles nicht mehr mitnehmen. Ja, jetzt muss ich... Wo muss ich denn jetzt hin? Da oben hoch. Wie komme ich denn da oben hoch? Kann ich hier einfach dran springen? Natürlich nicht. Das wäre natürlich auch zu schön, das Ganze. Komme ich denn da hoch? Moment. Ne, da ist ja überall Maschendrahtzaun. Ach, da kann ich aber trotzdem hoch, oder was? Ne. Ja, dann muss ich ja irgendwie erstmal, glaube ich, dahin zurück.
glaube ich. Hoffe ich, meine ich. Mach mal, spring mal. Oh. Ja gut, aber man kommt ja hier irgendwie raus. Das ist ja nicht ganz so tödlich, wie ich dachte, dass es wäre. Aber wie komme ich denn da hin zurück? Gucken wir doch mal hier rum. Und ich muss da oben irgendwie hoch. Wo hoch? Da hoch. Aber wie komme ich da hoch? Ich glaube ja nicht, dass ich so weit jetzt zurück muss, oder? Checke ich gerade nicht. Ich müsste hier auf das Dach... Ach Gott, nee, aber da ist wieder nur das Flugzeugwrack. Da komme ich nicht hoch. Moment, hier nochmal. Ach so, da liegt ein Geocache. Guck mal, den habe ich gar nicht... Habe ich gar nicht gesehen. So. Ach nee, jetzt auch nicht. Ich habe hier schon wieder was getriggert. Gut. So. Da muss ich hin irgendwie. Jetzt ist aber meine erste Frage, wie komme ich denn da hin? Ich müsste hier hoch. Moment, hier kann ich über die Kisten hoch, oder? Moment. Ach nee. Ah, das haben sie natürlich extra so gemacht, dass man da nicht hochkommt, weil da Stacheln drauf sind. Verstehe. Ja gut, das Rätsel will ich noch lösen und dann mache ich hier auch Schicht in der Folge. Aber ich weiß nicht wo. Gute Frage, nächste Frage. Wo geht das denn hin? Ich muss da zu diesem Turm. Und der ist da drüben. Und da hinten sind sogar auch schon Wachen. Ich müsste einfach nur da drüben hoch. Aber wie komme ich da hoch? Irgendwie müsste ich da hoch, aber... Also springen reicht nicht. An das Seil, was darüber gespannt wird, komme ich auch nicht. Das müsste ja dann nahelegen, dass es hier irgendwo nach oben geht. Aber wo? Da ist eine Kante. Aber da ist auch irgendwas drüber. Und hier komme ich auch nicht hoch. Da komme ich... Ja gut, ich muss doch hier einmal zurück, glaube ich. Lauf mal, Lara. Kommst du da hoch? Guck. Nee. Also da komme ich nicht hoch. Dann könnte ich eventuell nur hier hoch. Ja, das scheint zu funktionieren. Mach mal. Und dann müssen wir gucken. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ach, blöd. Blöd, blöd, blöd. Einmal zu weit nach links an die Kante gegangen und schon ist man wieder unten. Wird man einfach runtergesaugt. Ob man hier jetzt vorbeikommt? Ne, da war das Lager. Und da oben komme ich auch nicht weiter. Hallo? Wie weit muss ich denn da zurück? Da oben ist eine Brücke. Wie kommt man denn da dran? Wo zeigt das Ding denn hin, verflucht? Hm, keine Ahnung. Ich gehe mal kurz zum Lagerfeuer, gib mal da den Kram noch aus und mach dann mal einen Cut in dieser Folge. 471, damit verbessern wir den lustigen Lauf hier für eine größere Reichweite. Dann haben wir das nämlich auch und haben die Punkte ausgegeben und können in der nächsten Folge durchstarten. Und ich muss mir mal überlegen, wie ich da weiterkomme. Ja, und ich sage wie immer an dieser Stelle, bis dahin.